einem neuen Video von mir. Heute mal mit einem Thema, was vielleicht eher für meine jüngeren Zuschauer ist oder für dich, wenn du neu bist und das erste Video ist, was du siehst und ein jüngerer Zuschauer bist, dann ist das bestimmt auch was für dich. Denn das ist so ein kleines Storytime-Info. Ich möchte euch was erzählen, Video. Ihr habt es im Titel ja eh schon gelesen. Heute geht es um das Thema Zahnspange. Ich habe gemerkt, dass viele von euch jungen Zuschauern Fragen haben zu solchen Sachen und generell meine Infovideos sehr, sehr viele Kommentare mit Fragen haben. Und deswegen dachte ich mir, machen wir das nächste Video, wo ihr mir auch Fragen stellen könnt. Also es geht, wie gesagt, ums Thema Zahnspange, meine Erfahrungen, meine Infos, was hat sich geändert in der heutigen Zeit zu früher und so weiter und so fort. Also wenn dich dieses Video interessiert, dann bleib doch einfach dran und viel Spaß! Ich habe immer noch eine Box. Ich weiß nicht, wie lange ich sie noch haben werde, wo alle meine Sachen zu meiner Zahnspange drin sind. Außer natürlich zu meiner festen Zahnspange, weil da kann man ja nicht wirklich was aufheben. Fangen wir mal mit meiner Geschichte an. Ich habe schiefe Zähne gehabt. Ich hatte einen Überbiss, das heißt, der Unterkiefer war zu weit hinten und der Oberkiefer sozusagen zu weit vorne, weil der ist ja nicht beweglich. Somit war der Unterkiefer zu weit hinten und ich hatte so ein bisschen Hasenzähne. Noch dazu hatte ich schiefe Zähne und ja, also eine Zahnspange war dringend, dringend notwendig. Ich habe also mit, glaube ich, 10 ungefähr, vielleicht auch 11, meine allererste Zahnspange bekommen und die war eine lockere. Leider war es damals noch nicht so wie jetzt, dass man so vorher nachher Bilder bekommt. Jetzt gehst du ja zum Kieferorthopäden und der schießt Fotos von dir in allen möglichen, auf allen möglichen Seiten, dass du dann vorher und nachher sehen kannst. Das gab es bei mir damals noch nicht. Wie gesagt, ich war 10 Jahre alt, das ist jetzt gut 17 Jahre her. Vielleicht sind es auch 16 Jahre, 10, 11, ich weiß es nicht genau. Aber ich habe noch diese Zahnspange. Ich zeige sie euch jetzt mal kurz in Nahaufnahme. Und ja, das war meine allererste Zahnspange. Ich durfte mir die Farbe aussuchen. Ich habe blau genommen, warum auch immer. Und ich durfte mir diesen Aufkleber da aussuchen, wo Tennis draufsteht. Fragt mich nicht, wieso da Tennis drauf ist. Ich habe, ich glaube, 2-mal in meinem Leben Tennis gespielt. Ich bin kein Sportfan. Ich fand das einfach schön und da stand dann Tennis drauf. Diese Zahnspange in der Mitte hat einen Spalt mit so einem Draht. Und da habe ich dann so ein kleines Drähtchen, naja, so ein kleines, so ein Stecker bekommen, der da halt reinpasst. Und dann musste ich jede Woche oder alle 2 Wochen musste ich einmal rumdrehen. Ich gehe mal davon aus, dass mein Oberkiefer etwas zu schmal war und dass man den dann dadurch ein bisschen geweitet hat. Ich hatte nie großartig Schmerzen oder so dabei, also jo. Die habe ich dann erstmal ein bisschen getragen. Ich weiß leider nicht, welchen Effekt das hier hat und ich habe es auch bei niemandem mehr gesehen, um ehrlich zu sein. Da habe ich sogar noch den Abdruck davon. Da ist hinten so ein, ja, so Verschließungen um den Zahn herum und dann habe ich so ein Drahtdings bekommen, was man da hinten so reinstecken kann. Ich weiß wirklich nicht, was das zu bewirken hat. Ich habe keine Ahnung. Da seht ihr auch, wie meine Zähne ursprünglich waren mit 2 Backenzähnen und diesen schiefen Unterzähnen, die, um ehrlich zu sein, jetzt eigentlich genauso wieder aussehen. Also mein Problem war eher die oberen Zähne als die unteren Zähne. Das habe ich dann getragen, also oben die lockere Zahnspange, die ihr schon gesehen habt, und unten dann diesen Draht, den man so reinstecken musste. Der hat dann immer so unten die Unterlippe so ein bisschen dicker aussehen lassen, das war ganz witzig. Ja, dann kam eine andere lockere Zahnspange. Ich glaube, die hat für meinen Überbiss was gebracht. Wenn ich mir diese Zahnspange anschaue, die ist so klein. Die war eine Zahnspange, die habe ich nicht so gerne gemacht, die war für oben und für unten gleichzeitig. Das heißt, ich habe die reingemacht, hier vorne, natürlich wieder in blau, aber ohne Aufkleber dieses Mal. Warum auch immer, ob ich mir keinen aussuchen durfte oder so, weiß ich nicht. Hier vorne ist dann so ein blauer Verschluss, das heißt, ihr habt zugebissen und konntet dann damit nicht reden. Ich sollte die, glaube ich, so oft wie möglich tragen. Ich habe sie aber immer nur nachts getragen, aber das ist relativ regelmäßig. Mir sind die auch nie großartig aus dem Mund gefallen. Und ja, hier oben war dann auch nochmal so ein Ding. Ich habe keine Ahnung, für was das alles gut ist, aber das sollte dafür sein, dass mein Unterkiefer weiter nach vorne kommt, was im Endeffekt auch funktioniert hat. Ja, die habe ich dann auch ein Jahr oder sowas getragen oder 2 Jahre, so ungefähr. Also ich glaube, ich habe so mit 10, 11 angefangen und mit 13 habe ich dann meine feste Zahnspange bekommen. Ja, somit sind wir auch schon beim Thema feste Zahnspange. Ja, auch ich hatte eine feste Zahnspange und ich muss sagen, ich war 13, hatte sie ein Jahr bis 14 und es war damals sowas von mega cool.
Ich habe mich so auf diese feste Zahnspange gefreut. Alle in meiner Klasse, die schon voll cool waren, vielleicht ein Jahr älter oder so, die hatten alle eine feste Zahnspange und die waren alle richtig cool. Und dann dachte ich mir, wow, geil, jetzt kriege ich eine feste Zahnspange, jetzt bist du bestimmt auch ganz cool. War natürlich nicht so. Aber diese Zahnspange habe ich geliebt. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, ob ich sie oben und unten gleichzeitig bekommen habe. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe erst mal oben eine bekommen und dann so nach 2 Monaten oder 3 Monaten habe ich dann auch noch unten eine bekommen. Und ich habe sie nicht nur vorne bekommen, ich habe sie komplett von hinten bis nach vorne bekommen, unten auch. Und manche haben ja, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, manche haben hinten so Scharniere gehabt, dass du da so Gummis reinmachen kannst, dass der Unterkiefer sich auch nach vorne bewegt. Ich hatte das auch, aber nur am Ende kurz. Und ich hatte es auch nur auf einer Seite. Also die haben das wohl irgendwie so verschoben, dass der eine Gummi auf der einen Seite war. Wahrscheinlich war mein Kiefer noch ein bisschen schief, keine Ahnung. Aber das musste ich nicht wirklich lange tragen. Ja, das ist bestimmt das Thema, was die meisten von euch interessiert. Wie war es mit dieser festen Zahnspange? Wie gesagt, ich habe mich total darauf gefreut. Ich habe auch eine total nette Kieferorthopädin gehabt in der Stadt in München. Wir sind da extra immer reingefahren. Und ich fand es einfach immer toll. Ich bin also zu dieser Kieferorthopädin hin und habe mich endlich gefreut, dass ich jetzt auch cool werde. Und dann hat sie mir die ganzen Brackets draufgeklebt, hat mir dann den Draht drauf gemacht und dann die Gummis drüber, so wie ihr es jetzt auch kennt. Ich habe damals keine Auswahl gehabt, ob ich jetzt irgendeine Farbe haben will. Ich habe einfach die silbernen bekommen, aber die wollte ich eigentlich auch haben, weil ich finde, bei den weißen, die ja nicht so auffällig sind, sieht es dann immer schnell gelb aus. Ich kann mich an kein einziges Mal erinnern, dass ich jemals Schmerzen hatte. Also viele haben erzählt, dass sie immer Schmerzen hatten beim Reinmachen, wenn der Draht gewechselt wurde und so weiter. Ich hatte das überhaupt nicht. Ich konnte jedes Mal ganz normal essen. Ich hatte nie Schmerzen auf den Zähnen. Ich habe nie irgendwelche Abwetzungen gehabt. Ich kann mich daran erinnern, dass die mir so Wachs mitgegeben haben, wenn es mal irgendwie scheuert, dass ich das auf die Brackets draufklebe. Ich glaube, das habe ich 1-2 Mal gemacht, wenn überhaupt. Also das habe ich nicht wirklich gebraucht. Also ich muss sagen, ich war eine total glückliche Zahnspangenträgerin. Das einzige Problem, was es bei mir gab, ist, dass ich ja einen leichten Überbiss hatte und sie dann die Brackets bei mir relativ, also unten, als ich sie dann bekommen habe, relativ unten am Zahnfleisch ansetzen mussten. Und da bin ich beim Zähneputzen nicht richtig hinbekommen. Jetzt habe ich gerade irgendeine Nachricht bekommen, wenn ihr sie gehört habt. Da bin ich beim Zähneputzen nicht richtig hinbekommen und da habe ich heute noch leichtes Problem hier in der Mitte, weil das sich da das Zahnfleisch dann ein bisschen, ja nicht entzündet, aber das war dann schon ein bisschen angegriffen, weil ich ja mit der Zahnbürste da unten nicht hingekommen bin. Aber sonst, ich hatte nie irgendwelche Probleme. Ich habe dann diese Zahnspange 1 Jahr lang getragen, habe sie dann rausbekommen. Problemlos, es hat nicht wehgetan. Ich kann mich wirklich an nichts Negatives erinnern, was mit dem Thema Zahnspange zu tun hat, außer eine einzige Sache. Ich hasse Abdrücke. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe einen extremen Würgereiz. Ich muss auf meinem Zahnarzt immer sagen, könnt ihr bitte aufpassen, dass ihr diesen Schlauch nicht in meinen Mund bohrt. Weil ich so empfindlich bin, das allererste Mal, als ich beim Kieferorthopäden war und die einen Abdruck gemacht haben von oben, weil oben ja meine schlimmeren Zähne waren, wusste ich nicht, dass ich da so empfindlich bin und hab... Wow. Deswegen, immer wenn ich einen Abdruck machen musste, hatte ich extrem, naja nicht Schiss, aber es war mir extrem unangenehm. Ich wollte nicht hingehen, ich habe nie davor was gegessen, weil ich wusste, es kommt sonst wieder raus. Und ich saß jedes Mal auf dem Stuhl so... Oh, oh. Aber gut, ich habe es überstanden. Das Einzige, wovor ich mich gedrückt habe, ist der Abschlusstermin. Ich glaube, ich hatte eine Handvoll Termine. Ich habe den jedes Mal, habe ich meiner Mama gesagt, Mama, mir geht's nicht so gut, ich kann nicht hingehen, weil ich wusste, sie machen einen Abdruck und ich wollte das nicht. Ja, aber da sind wir noch nicht am Ende. Ich habe nämlich nach der festen Zahnspange einen Abdruck bekommen und habe danach eine lockere Zahnspange bekommen. Und das ist eigentlich das Ergebnis direkt am Ende. Also das ist so mein letzter Abdruck, den habe ich hier auch noch und ich bin so froh, dass ich ihn habe, weil da weiß ich, wie schön meine Zähne eigentlich aussehen. Und ich sehe auch, dass die halt auch noch gewachsen sind. Heutzutage können wir mal gleich ansprechen, heutzutage kriegt man keine lockere Zahnspange mehr danach. Heutzutage kriegt man einen Retainer. Ein Retainer ist einfach ein kleiner Draht, der an die Innenseite deiner Zähne angesetzt wird, sodass es niemand sieht, dass deine Zähne sich in den nächsten Jahren nicht mehr verschieben. Und der bleibt auch wirklich lange drin. Ich denke, 10 Jahre bleibt der locker drin, so ein Retainer. Damals gab es sowas bei mir noch nicht. Mein Freund und ich hatten beide feste Zahnspangen und ich kenne auch eigentlich niemanden in unserem Alter. Wir sind ja jetzt dann bald 30, wie Sophia es sagt. Und da gab es noch keinen Retainer. Da hat man danach eine lockere Zahnspange bekommen. Ja, und wenn man dann so 14 Jahre alt ist und die Pubertät und so, ne, dann hat man einfach keinen Bock mehr, diese lockere Zahnspange zu tragen. Ja, und deswegen habe ich heute trotz schöner Zähne nach meiner Behandlung nicht mehr die perfekten Zähne, so wie sie mal waren.
Ich zeige euch dieses Gebiss, diesen Abdruck jetzt mal in Nahaufnahme. Dann könnt ihr meine Zähne mal sehen, wie sie mal aussahen und wie auch die Zahnspangen aussahen. Also das hier ist der obere Bereich, diese obere lockere Zahnspange. Und ihr seht, meine Zähne oben waren komplett gerade und auch noch ein bisschen kleiner. Ich war ja noch nicht ausgewachsen. Und es war einfach eine ganz normale lockere Zahnspange, die einfach die Zähne da halten soll, wo sie sind. Ja, meine Zähne waren eigentlich alle auf der gleichen Höhe ungefähr, alle gleich lang, alle gleich groß. Also das sah eigentlich echt schön aus, das Ergebnis war echt schön. Und ich bin etwas traurig, dass es jetzt nicht mehr so schön ist. Dann der untere Bereich, meine Zähne waren komplett gerade. Die haben das wirklich toll gemacht. Meine Zähne sind jetzt nicht mehr komplett gerade. Meine Zähne unten sehen wieder genauso aus wie am Anfang. Also Leute, wenn ihr keinen Retainer habt, warum auch immer, und ihr danach eine lockere Zahnspange bekommt, tragt sie. Weil sonst seid ihr so ein bisschen traurig wie ich, die eigentlich richtig schöne Zähne nach dem Kieferorthopäden hatten und sie jetzt nicht mehr haben, weil sie einfach zu faul waren, die zu tragen, sich zu cool fanden, die zu tragen. Und ja, das war meine Story zu meinen Zähnen. Ich kann euch gerne meine Zähne nochmal in Nahaufnahme jetzt zeigen, wie sie jetzt aussehen und zeigen, wie sie damals aussahen, wie sich das einfach wieder zurück verschieben kann. So, jetzt habt ihr alles über meine Zähne erfahren. Ihr könnt mir gerne Fragen unten in die Kommentare schreiben zu Zahnspangen. Wie gesagt, ich habe da ein bisschen was mitgemacht damals und habe verschiedene Zahnspangen gehabt und auch mit der festen Zahnspange. Ihr könnt mir alles unten in die Kommentare schreiben, könnt mir auch private Nachrichten schreiben, wenn es nicht veröffentlicht werden soll, eurer Meinung nach. Und ich hoffe, dieses Video war informativ für euch. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, euch ein bisschen die Angst nehmen vor Zahnspangen. Das ist wirklich nicht schlimm. Und dann danke ich euch sehr fürs Zusehen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Sonst gerne Videowünsche unten in die Kommentare. Vielleicht interessiert euch auch meine Weisheitszahn-OP. Und dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, einen schönen Mittag, wann immer ihr das Video auch seht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!